gucken. You don't have any. 21, das war ey. Oh, alter Falter, was ist das denn? Alright, now that we're done doing business, get out of my store. Da muss ich aber mit Killer Bunny mal reden, ey. Das ist ja... Hui. Hallo zusammen und recht herzlich willkommen zurück hier bei 7 Days to Die in der Apocalypse Now Mod. Mit mir, euren Sombürer. Leute, schön, dass ihr da seid. Hier. Da sind die Bösen. Da ist schon wieder eine Wanderhorde am Start, ne? Eine böse Wanderhorde. So, ja, wir haben... was? Kommt der denn jetzt her? Ich habe ja ein bisschen verkauft, wir haben ein bisschen... Ich glaube, wir haben noch ein paar Quests gemacht gehabt, ne? Ich will mir überlegen, dass wir neue Forges noch bauen, weil, ich komme irgendwie null voran. Ganz ehrlich. Das dauert so lange. Um 100 Stahl auszubrennen, brauchen wir 5 Minuten. Und wie viel kriegst du mit 100 Stahl, ne? Guck mal, da ist ein Bär. Das gibt Essen. Geil! Essen! Wahnsinn, nur 25 Fleisch. Bei so einer Grace habe ich 40 rausbekommen, ne? Ich wollte jetzt immer eben zum Händler, weil als ich auf dem Com-Server war, da wurde mir gesagt, dass die Leute auf dem Com-Server den armen Händler mit Steine zumüllen. Und dass das richtig Geld bringen soll, das testen wir jetzt einfach mal. Steine habe ich dabei, ne? Ja. Mal gucken. Time is money. Mal wager, gucken. You don't have any. 21, das war ey. Oh, alter Falter, was ist das denn? Alright, now that we're done doing business, get out of my store. Da muss ich aber mit Killer Bunny mal reden, ey. Das ist ja... Hui. Das ist ja krass. So, wir verkaufen die Sachen hier noch eben. Brauchen wir nicht. So, ich stelle mit Cobblestone her. Wundert euch nicht. Denn wir wollen jetzt gleich noch ein bisschen... ein paar Sachen reparieren an der Basis. Mal gucken, was da los ist. Und die Militärsachen, da brauchen wir ja auch die Fasern, ne? Ich darf die nicht immer alle verkaufen. Da müssen wir echt aufpassen. Wir werden heute mal so ein bisschen Arbeit drumherum machen jetzt, würde ich sagen. Aloe muss ich auch wieder pflanzen, ne? Warte mal, ist das denn schon fertig hier? Jo, ist auch schon wieder fertig. Okay. Könnten wir rein theoretisch auch machen. Auf alle Fälle werden wir Bäume pflanzen. Ich habe alles dafür dabei. Was fehlt denn zum Reparieren? Ja, wir können gar nicht so viel reparieren, weil wir noch gar nicht so viel Stahl haben, ne? Deshalb müssen wir mal gucken. Ey, diese Überblendung manchmal, ne? Das ist echt, echt krank. So, pass auf, Leute. Wir brauchen ja Stahl erstmal ohne Ende, ne? Stahl, Stahl, Stahl. Und an die Nachbarn denken. Pass auf. Er brennt ja hier aus. Wir werden mal machen. Wir werden mal hier 600 raus. Wie viel kriegen wir hier? Nochmal 600. Und 700. Nehmen das erstmal mit. Ich werde mir noch 2 oder 3 Schmieden... Und der hier nebenstellen und dann stellen wir hier die Chemiebank weg. Können wir da wegmachen? Können wir jetzt eigentlich schon mal machen. Und dann stellen wir mal, ich glaube, 2. 2 werden wir nehmen. 2 Forges. War das wird echt, echt eng jetzt. Das wird echt eng. Obwohl, warte mal, wir haben nur 196, ne? Nee, doch, 296.
Warum zeigt denn der das hier 196 an? Also irgendwie funktioniert das nicht hundertprozentig so, wie es soll, ne? Warte mal, Lehm. Haben wir auch. Wir haben vorhin ein bisschen Lehm gebuddelt. Und wir brauchen Leder. So, das heißt, wir machen hier mal zwei Forges. Beziehungsweise mal hier eine. Passt die Forge hier auch rein? Jo. Dann aber zwei. Dann könnten wir mal gucken wegen dem Bello. Damit das schneller einbrennt. Industrial Bello. Dass wir die dann auch gleich noch machen. Klebeband. Müssen wir erstmal Duct Tape bauen. Machen wir hier Duct Tape. Da haben wir nochmal 11 Repair Kits. Sehr schön. Ja, dann müssen wir ein bisschen was tun hier, ne? Nägel brauchen wir dafür auch. Haben wir noch 100? Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Müssen wir mal gucken. Da haben wir schon mal 23. Das heißt, Bello. Was fehlt jetzt noch? Eisenrohre, Leder, Holz. Huch, Holz. Der Zombie hat kein Holz mehr. Ich werd verrückt. Das ist ja nicht wahr. Im Jeep vielleicht noch? Moment. Moment. Dann brauchen wir die Jute-Axt, ne? Ja, das ist so. Ich wollte jetzt mal eine Folge machen, damit ihr mal seht, wie lange das dauert, bis man Sachen fertigstellen kann. Und wie wenig man dann halt repariert bekommt und aufgewertet bekommt, ne? Von den ganzen Sachen. Deshalb, wir werden jetzt hier mal ein paar Bäume wegschlagen. Ich werde dann auch gucken, dass wir in der Folge noch ein paar Bäume herstellen. Ist jetzt natürlich. Da braucht er noch den Cobblestone, ne? Und Scrap noch eine ganze Zeit. So. Dann weg mit. Sollte erstmal reichen, ne? Ein paar Bäume. Dann wären wir so in eine 100 Meter Sichtlinie. Wären wir mal einen ganzen Wald pflanzen. Ich hätte damals mal so überlegt, ob man sowas nicht machen kann. So eine Basis aus Kakteen. Wenn man die pflanzen könnte. Die Zombies verletzen sich ja an Kakteen. Da machst du so ein Labyrinth aus Kakteen. Und dann lässt du die Zombies da reinrennen. Das ist bestimmt lustig. Boah, ich finde das Loch nicht hier. Was ist da los? Habt ihr die Probleme auch manchmal? Manchmal ist es echt. So, Wood. What can I do? Mit der Wood. So, schon mal fertig? Nein. Industrial Bello, okay, Holz. 500 Holz. Uff, 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 uff. So, jetzt aber. Dann können wir den Schwan schmeißen. Wie viel baut er noch? 1200. Gut, passt mal auf, Leute. Dann machen wir mal hier vorsichtig Platz. Und stellen da die Schmiede daneben, ne? Nicht Schmiede, die Chemiestation. Das ist schon fast hier, ne? Wie groß ist die? Warte mal, mal gucken. 3 breit wahrscheinlich, ne? Mhm. Gut. Zumindest 3 machen. 3 hoch.
will hier drin jetzt nicht den Erdbohrer nehmen. Ich will nicht, ne? Das heraufbeschwören. So, 800. Dann haben wir hier 1, 2, 3. Da muss da noch einer weg. So. Dann haben wir das da weg. 2. Wunderbar. Bam, 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 bam. Da müssen wir mal gucken. Das soll sowieso hier keine Dauerlösung werden. Ne? Wenn wir eine ordentliche Basis haben, dann mal gucken, dass wir uns da was Ordentliches noch hin machen können. Das war erstmal gut. Das muss erstmal reichen. Nur dürftig. Aber geht. So, dann kommt die nächste. Zack. Schon mal gleich den Bello rein. Zum Einschmelzen, Ausschmelzen brauchen wir den Amboss, ne? Ja, was macht denn jetzt? So, 450, dann haben wir 1000. Kriege ich noch einen Bello zusammen? Beziehungsweise der geht nur hier. Und das Ding haben wir. Das Ding sieht aus wie die TARDIS. So hier unten. Wie bei Dr. Who. Die TARDIS. So, dann können wir nämlich hier das nehmen. Da müssten wir oben mal vielleicht dran schreiben, was wir da einschmelzen alles. Ne? 18.000 haben wir. Machen wir 4.000 und. Machen das so. Und hier machen wir das auch so. Da müssen wir mal gucken. Warte mal, erst Amboss. So, und dann machen wir wieder Stahl. Sieht da jetzt hier für 6, 7, also 500 Stahl, 27 Minuten. Wenn man so überlegt, das ist ein Drittel vom Tag fast. Und da kommen wir nicht weit mit, ne? Das ist das Problem. Wir kommen da ja nicht weit mit. So, dann haben wir den schon mal wenigstens. Dann kriegen wir die restlichen Sachen auch. Ja, das ist so Arbeit hier. Die seht ihr zwischen den Folgen alle gar nicht, ne? Wir könnten die hier stellen. Warte mal, wir machen das auch so. Wir werden mal jetzt nicht alles von Holz nehmen. Ich glaube, wir machen das so. Was ist denn hier oben? Da haben wir noch Stahl. Okay. Dann werden wir mal losgehen und mal eben reparieren. So, Waffen. Ich habe doch hier Munition. Warum geht denn der nicht da rein? Oh, guck mal, ich habe sogar einen Thermalkatana. In Stufe 68. Müssen wir mal testen. Habe ich noch nie probiert. Hatte bis jetzt auch nie ein gutes dabei gehabt. Gut, aber das dauert ja hier noch ein paar Minuten. Ne? Wir nehmen nochmal den Stahl mit, den wir haben. So, hier müssen wir mal im Zement anstellen. Der läuft über. So. Dann werden wir jetzt mal durchreparieren, ne? Schlückchen trinken hier. Ist total heiß draußen, Leute. Wir nehmen auf bei 30 Grad, aber es ist noch ziemlich angenehm. Ich habe schon heißer gehabt. So, dann gucken wir erstmal. Die Elektrik verbauen wir hinterher wieder.
Lass mal gucken, dass wir das meiste so hier wegbekommen. Aber wir lassen das jetzt mal so. Das war ja hier zu. Wir müssen mal gucken. Also das muss Minimum. Das muss hier Minimum. Müsste das eigentlich Stainless Steel sein, ne? Wir werden erstmal das so setzen, wie wir schon mal aufwerten können. Das Problem ist jetzt halt, dass wir gar nicht so schnell alles wieder hinbekommen. Das heißt, wir müssten jetzt eigentlich Schmieden haben, die dauerhaft Stahl rausbrennen, dauerhaft Stainless Steel, also dieses verbesserte Stahl, und dauerhaft hier Titan da rausballern, ne? Das ist das Problem hier. Und da war ja die Glitchy-Zombie-Tante drin, ne? Guck mal, das kriegen wir nämlich alles gar nicht repariert. Können wir alles gar nicht reinsetzen. Hier, den können wir noch reinsetzen. Nee, Quatsch, den darf ich gar nicht da reinsetzen. Because of... Da kommt ja der Stromzaun hin. Das können wir gar nicht voll upgraden. Aber hier könnten wir noch einen hinsetzen. Dann machen wir das schon mal, was wir so machen können. Wir können ja nicht alles setzen. Es wurde auch gesagt, so ein Bücher macht die auf 2 breit. Das Problem ist einfach, dann passt das überhaupt nicht mehr. Wenn ich die jetzt noch 2 breit mache hier, dann, ja. Dann fehlt die Wand hier, ne? Dann fehlt die Wand. Ich werde mir das noch eine Horde mal angucken. Ich werde noch mal eine Horde gucken, wie wir das hinbekommen. Mal das hier reparieren. Vielleicht oben noch mit Turrets endlich mal arbeiten. Nein, nicht die. Und dann sehen wir ja, wie der Hase läuft. Ob es möglich ist. Ansonsten, wenn es nicht möglich ist, hab da auch kein Problem mit, nur Straßenrohren zu machen. Das ist, ne? Kein Problem, dann seht doch mal eine Straßenhorde. Ich bin zwar mega langweilig, aber der Chat auf Twitch, der feiert das immer so. Straßenhorn. Weil man denkt, ich sterbe dann. Aber ich weiß gar nicht, bin ich schon mal bei einer Straßenhorde gestorben? Liebe Regie? Glaube nicht. So. Guck mal, da müssen wir auch noch Stainless Steel draufpacken, aber hier. Hier waren sie ja nicht ganz, ne? Die haben nur die eine Seite so extrem attackiert. Sollen wir das erstmal reinstellen hier? Das, warte mal, hier war gar nichts. Und hier brauchen wir jetzt den großen Stahl, ne? Warte mal, hier könnten wir noch die Sachen reinstellen. So. Eieiei, da fehlt auch, ey. Dann verließen sie, ne? Das muss ich erst upgraden hier. Müssen wir dann zurückfahren. Werden wir es mal umstellen. So. Zum Glück war die Wanderhorde in der heutigen Folge so weit um die Basis drumherum verstreut, ne? Da kann man die echt gut wegballern. So, Baumaterial, das kann zurück.
Warte mal, wie viel Stainless Steel habe ich noch? 800. Ach, guck mal, siehst du, dann könnten wir sogar noch ein bisschen was machen, ne? Achso, ist der Anvil schon fertig? Anvil ist fertig, kann der hier rein? Ach, und Crucibles brauche ich ja dann auch. Crucibles brauche ich dann auch. Das machen wir dann im Nachhinein noch. Eieiei, Leute, Leute, da haben wir gut zu tun, ey. Und ihr seht ja im Gürtel hier, ne, wir haben 207 Kiefernsamen. Das heißt, so ein Bührer wird 200 Bäume pflanzen. Das arme Spiel, ey, das wird bestimmt so lecken. Aber dann haben wir, wenn wir das dann geerntet haben, haben wir erstmal massig genug. So, nochmal zurück. Das heißt, Strom müssen wir dann ja auch noch reparieren, ne? Aber erstmal hier das Ganze mindestens auf Stainless Steel upgraden. So. Und das haben. Das ist schon. Ach, jetzt habe ich die Blöcke weggelegt, ne? Ah, bin ich ein Depp, ey. Ich bin so ein Depp. Ah, ich habe die Blöcke weggelegt. Egal, pass auf, dann werten wir das hier ab. Mal wieder. Ein Fail im Gehirn. Also, inwieweit will ihr damit kommen? So, hier noch. Finde ich es ganz wichtig, dass wir die Dinger hier auch noch fertig haben. So, dann haben wir das. Ich graul schon echt, wenn wir das noch weiter upgraden. Okay, da verließen sie ihn. Das war's. Jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt müssen wir mal nochmal eine Analyse machen. Bisschen Stahl. Obwohl, wie viel Stahl haben wir noch? 100. Bisschen Stahl brauchen wir ja. Das müssen wir noch upgraden. Da müssen wir halt die zwei vorstellen. Dann wieder auf Titan upgraden. Ja, also ihr seht ja, massig zu tun. So, wie weit bin ich bis zu Hause weg? Ist eigentlich weit genug, ne? Eigentlich schon viel zu weit. Warte mal, wir fahren mal bis hier vorne. Da sehe ich noch nichts. Das sollte ja dann passen. Dann werden wir hier mal ein bisschen setzen, ne? Das ist natürlich. Oh, ja, ja, ja. Also Bäume setzen ist Qual. Gerade mit den ganzen Dingern hier, ne? Ich weiß schon, warum ich das so ungern mache. Ich glaube, ich kriege die Krise, wenn ich hier 200 gesetzt habe. Eieiei. 5000 Jahre später. Der Bührer ist dann fertig. Die Horn haben alles zerstört. Das ist hier aber auch. Von die brauchen ja immer so zwei, drei Blöcke ab. Ne, drei sogar, ne? Drei Blöcke Abstand. Sonst
funktioniert das nicht. Ich glaube, ich mache das so, ey. Und ihr seht ja mal, wie die Hitbox nach oben schwenkt, nach unten, weil die ganzen... Vielleicht sollte ich eine Fläche mit diesem Weed Driver machen. Das gibt ja hier so ein Rasenmäher. Und erstmal das ganze Heu da weghauen hier. Jetzt muss ich aber vor der nächsten Horde auf alle Fälle wegmachen. Boah, ich krieg die Krise. Ich krieg die Krise. So. Aber gut, wir brauchen das Holz auch, ne? Es bringt ja nichts. Wir müssen es machen. Das ist Arbeit, die haben wir jetzt so lange aufgeschoben. Ich wollte mal aufpassen, dass ich nicht zu weit vom Auto weg bin, sonst Wanderhorde und dann tot, ne? Wo ist das Auto da? Ihr kennt es ja alle. Also aber jetzt doch, da sind wir aber jetzt weit weg von zu Hause. Wir haben jetzt 50 Bäume gepflanzt. Ne, komm, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock, das mache ich zwischen den Folgen. Ich werde bekloppt. Ich werde bekloppt. Da werde ich ja... So, rin hier. In die Judehütte. Alles fertig, ne? Warte mal, Kruzwill, ne? Schmelztiegel heißt auf Deutsch. Müssen wir auch nochmal gucken, die müssen wir nämlich auch noch machen. 100 Pro, da brauchen wir noch ein bisschen Eisen. Wie viel haben wir denn? War einen aber gleich schon mal anschmeißen, ne? Kruzwill, da brauchen wir Öl. Wie viel brauchen wir pro 20? Also 40? 30? 40? 20? 38? Oh, wir brauchen wieder Parts. Wir müssen definitiv los. Wir müssen definitiv los, Leute. Scheiße. Scheiße, die Wand an, ey. So. Da noch ein. Ansonsten können wir nämlich keinen Stahl ausbrennen, ne? Wissen wir ja, wie der Hase läuft. So, pass auf. Was haben wir jetzt hier? Schmelzzeugs? Guck mal, das halbieren wir mal eben. Ich sehe mich gleich in der Mine. Sehr schön. Kommt Freude auf. Okay, da brennt das normale Stahl raus. Wie viel Stahl haben wir denn? 400 noch, ne? Pass mal auf, wir gehen jetzt doch lieber auf das Stainless Steel. Also das High Quality Metal. 36 Minuten für 400, da seht ihr ja, ne? Das ist echt... Und wir haben das schon so gemacht, dass wir auf 3 das Crafting verschnellert haben, ne?
Ansonsten hätten wir echt die Probleme. So, guck mal, hier haben wir schon mal fertig. Das heißt, da können wir jetzt hier auch das Deal machen. Da ist der nächste. So, die Teile craften, das geht schnell, ne? Aber so aus den Schmieden ausbrennen und so. Das ist echt eine langwierige Aktion hier. So, aber er kann machen. Dann würde ich sagen, Leute, haben wir heute mal ein bisschen ruhig gehabt, ne? Die Folge. Haben aber trotzdem 30 Minuten. Eieiei. 30 Minuten. Ich sage Dankeschön fürs dabei gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, ist da ja ein Däumchen, ist ein Träumchen, Support, kein Mord. Kommt gerne mal live vorbei auf twitch.tv/Zombürer live und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder, ne? Wenn ihr nicht wollt. Dann hier auf YouTube. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.